Ich gratuliere allen Frauen zum Weltfrauentag und möchte eines wünschen: Folgt euren Träumen und zweifelt nie an euch selbst. Ich sehe, dass sich in der MINT-Branche, insbesondere beim VDI, in den letzten Jahren einiges geändert hat. Der Anteil der Frauen in Führungspositionen sowie in den technischen Abteilungen wächst stetig. Im VDI haben wir die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken. Du kannst jeden Tag entscheiden, wie deine Zukunft aussehen soll. Frau sein sollte kein Hindernis sein. Wir vom VDI-Institut nehmen beispielsweise an Veranstaltungen wie den Science Days oder den Tag der offenen Tür mit der Maus teil. Hierbei können Mädchen und junge Frauen einen Elektronikbausatz löten und ihre Platine selbstständig bestücken. Sie werden somit mit Spaß und Kreativität in das Thema MINT eingeführt. Ich wollte schon immer in einem Beruf arbeiten, der abwechslungsreich ist und mich nicht auf Dauer langweilt. Das habe ich hier im Chemielabor im VDE. Ja, ein Tipp, den ich jungen Frauen geben würde, den ich auch immer versuche, selbst zu beherzigen, soweit es möglich ist, ist, dass man erstmal nichts auf die Meinung anderer Leute geben sollte, sondern erstmal versucht, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Tatsächlich glaube ich aber, dass in meinem Geschäftsfeld die verschiedenen Meinungen und Blickwinkel sehr wichtig sind und das völlig geschlechterunabhängig. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil er sehr vielseitig ist. Man kann in den verschiedensten Bereichen und Branchen arbeiten. Gerade für Frauen ist es ein sehr interessantes Berufsfeld, da man Kreativität und Vielseitigkeit ausleben kann. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass das Arbeiten im Ingenieursbereich nichts anderes ist als ein normaler Beruf. Es ist nicht einfacher, aber auch nicht schwerer als jeder andere anspruchsvolle Job und natürlich sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet. Und als Frau in einem wirklich männerdominierenden Branche zu arbeiten, ist absolut herausfordernd und spannend. Es ist die Vielfältigkeit der Produkte und Dienstleistungen. Es ist der weltweite Service, den wir unterstützen. Und als Frau tragen wir auch dazu bei, Dinge auch mal anders anzupacken, Projekte vielleicht mal anders anzugehen, Vorgehensweisen mal vielleicht zu überdenken und zu sagen, es geht auch in eine andere Richtung. Schon als ein kleines Mädchen wusste ich, dass ich ein technisches Beruf ausüben möchte. Da mein Opa ein Maschinenbauingenieur war, haben wir sehr oft zusammen Sachen uns angeguckt, repariert, aber halt auch sehr oft kaputt gemacht. Das hat auch Spaß gemacht. Also Mädels, folgt euren Träumen.